Oh, da habe ich ja diesmal wirklich eine Chance gegen. Aber du sollst zuschauen. Warum das denn? Ja, okay. Na gut, wenn du das willst. Ich helfe dir. Gut, kann ich dir eh nicht helfen. Das ist dann dein Problem. Aus dem Grund, du würdest mich bloß stören. Oh, da, das ist sehr nett. Das ist sehr nett. Nein. Sehr nett. Deine Hastart, die ist da, ey. Naja, ist in Ordnung. Die Handlung vom NPC kann ich vorhersehen. Ein Spieler ist ein bisschen schwieriger. Ja, siehst du. Ja. Aber der Punkt ist, weil ich weiß, dass du natürlich jetzt pisst bist und jetzt mich umlieten willst. Warum? Und du jetzt eine gute Chance hättest mit der Armee. Nein. Gebe ich dir diese Chance nicht. Nein, ich würde dich nicht umlieten. Wirklich nicht. Also. General! Wir können das ja. Du kannst das Gefecht doch speichern, oder nicht? Ja, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich gespeichert habe, aber ich gehe mal von aus. Ich meine das Gefecht jetzt hier. Ja, das Gefecht selbst. Ja. Das ist kein Problem, ja, das können wir dann speichern. Ja, dann können wir das ja mal irgendwann mal spielen. Ja, gut. Weil das ist eine ganz gute Armee hier. Wir erwarten eure Befehle! Sehr unausgeglichen. Ja, egal. Geschossinfanterie zu euren Diensten! Sieht aber schön positioniert aus. Also sehr schön. Hat er sich gut aufgestellt, muss ich sagen. Das ist die Grundformation. Das ist keine besondere Formation. Ja, das sieht aber gut aus, okay. Kavallerie. Ja, drei Stück. Zwei links, eine rechts. Oh, Entschuldigung. Die Position ist mir egal, die sehe ich sowieso. Achso. Ja, ist ja sowieso nur billige Hastatis. Die haben Speere. Wo denn? Die haben alle Schwerter. Dabei. Zum Werfen. Achso, zum Werfen. Ja, gut. Das, ist das eine Mod-Einheit? Ja, ne? Welche? Die Hastatis. Nein. Also sind das die Grundeinheit Standard? Der Römer. Haben die Speere? Ja, doch, glaub schon. Die haben Speere, ja. Speere, ja, hallo. Ja, die Pferde bleiben einfach stehen, warum nicht? Ja, der Angreifer oder du? Er ist der Angreifer. Er macht einen Gegenpush. Also ich belage ihn und er macht einen Gegenpush. Ja, dann soll er mal angreifen und nicht da stehen bleiben, wie so ein Penner. Ja, anscheinend will er stehen bleiben. Ja. Dann muss ich halt pushen. Dann rück ich vorher jetzt. Wir sind bereit, ihre Pflicht zu tun. Ja, wir können auch schnelle Zeiten, also du musst das alleine machen. Ja, das kann, wenn dann nur ich. Ja, ich seh's. Doppelte Geschwindigkeit! Wird die nicht reinlassen. Das weiß ich selber, aber ich kann das leider nicht so schön managen, wie ich es mir gern wollte. Uah, das ist so schön, wie der General da durch die ganzen Einheiten durchläuft. Das ist so schön. General! Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun. Das ich auch. Nee, doch nicht. Du darfst dich jetzt langweilen. Wieso? Weil jetzt, bis was passiert, wird es etwas länger dauern. Ja, egal. Ist ja ganz lustig. Okay, der Feind hat Steinschleuderer, wie auch wir. Plänkler, Steinschleuderer, Plänkler, Steinschleuderer, Plänkler, nein, Steinschleuderer, Steinschleuderer, Steinschleuderer. Gut. Na dann, machen wir es über links. So. Schutz ist gegeben.
des Marks. Ich bin glücklich, Grom zu dienen. Boah, jetzt packen sie die Steinschleuder aus, Alter. Was, einen gekillt? Zwei, drei? Alter Vater. Oh, okay. Okay, jetzt geht's ab. Steine sind anfangs nicht so effektiv. Das dauert ein bisschen. Ja, ich seh's. Ich seh's. Und weg mit dem Schwein. So, jetzt lock ich sie. Hab ich sie damit in die Offensive gelockt? Ja, ich weiß, ich muss sie nur ein bisschen provozieren, dann greift er direkt an. Kenn ich auch. Hab das immer mit Pferden gemacht. Oh, der lol. Ja, der hat auf jeden Fall eine geile Taktik da. Angreifende Schildkrötenformation! Boah, beste wäre gewesen, hätte es unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt! Oh Gott, so lange spiel doch gar nicht. Steinschleuderer! Das funktioniert doch. Im Namen auf! Stolze Römer! Nahkampf, Infanterie! Söhne des Machts! Oh, Mann! In Schildkrötenformation zum Angriff! So. Du schickst ihn einfach mitten im Kampf in eine scheiß Schildkrötenformation. Wirklich jetzt? Ja! Einfach mitten im Kampf auf einmal so. Puh. Erstmal Formation bilden. Das hat seine Gründe, weil ich mit Speeren werfe. Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun. Rom ist unser aller Mutter. Schnell! Die Männer wanken. Oh, er ist der erste. Geschosse, Waffen auf Ziele. Einheit verliert, klar. Jupiter gibt uns Kraft. Oh, alle verlieren, klar. So, okay, ich will nur was testen. Ja, testen ist nicht gut. Ich würde einfach nicht testen. Testen ist nie gut. Ich habe auch ein paar Sachen, die ich noch testen möchte. Dafür wollte ich mal die Astarte testen. Mit bestimmten Sachen. Also ich, wie schön die Kaff da gerade in deine linke Flanke von dem Bund. Das ist mir egal. Hm? Unser General wird angegriffen. Ja, Fuzzi, brauchst du nicht mit mir? Labert der mich voll, unser General wird angegriffen. Welcher General? Ja, der General. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ei, ei, ei. Geschossen von eure Befehle, bereit zum Einsatz. Bereit zum Einsatz. Liebes. Stolze Römer. Kommandant. Das ist ein ziemliches Chaos. Ich weiß. Das ist ein schändlicher Anblick. Ein ziemlich großer Chaos. Das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist echt großes Gas. Ein Gas, was ich nicht gedacht habe, dass es so schnell eskalieren wird. Ja, der General von denen, der tut gerade ein bisschen provozierender. Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun. Wir erwarten eure Befehle. Geschosse warten auf Ziel. Liebes! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ah ja, sieht auf jeden Fall besser aus. General! Für Ruhm! Richtig lustig wäre, wie in Recht jetzt einfach mal so eine andere richtig große Armee rauskommen würde. Es ist eigentlich eine random Battle eigentlich, das was ich verursache gerade. Es passiert einfach alles random. Ja. Du kannst einfach, man verliert den Überblick. Also gegen Spieler ist das halt relativ effektiv, muss ich sagen. Weil die dann irgendwann nicht mehr wissen, was passiert. Ja, das ist ein schändlicher Anblick. Aber Spieler würden auch niemals so anfangen, die würden Formationen angreifen, nicht so wie er.
Also Spieler würde da taktischer vorgehen als wie der KI hier. Ja, die KI geht halt so schlecht von der Taktik um. Die geht halt aber ein Spieler, wenn der einmal in so einem Chaos drin ist und ja, das nicht gut. von ihm gezielt ist, dann wäre er halt erstmal gefickt. Ja, meistens. Natürlich. Wenn man so ein Chaos hat, dann ist man dann schon im Durcheinander. Der Punkt ist, jetzt frage ich dich mal, weißt du, was ja gerade jetzt eigentlich passiert ist? Den Hops genommen. Wir wurden Hops genommen, ja, stimmt. Ja, die Bogenschützen sind eh lästigst jetzt mit der Infanterie. Ah ne, ich bin der Steinschleuderer. Naja. Eieiei. Ich sehe die Zeichnung, ja. Echt? Ja. Mutiger Römer bis zum letzten Mann! So, schön. Da freuen sie sich. Mutige Römer bis zum letzten Mann! Astati! Jupiter gibt uns Stopp! Astati! Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun! Astati! Seid so das beste Beispiel, wie es ablaufen kann, aber nicht besser sollte. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Oh Scheiße. General! Greift für Ruhm! Ein ganz kleiner Moment statt hier oben in der Ecke von der Map Deutschland. Gefecht beendet. Oh, schade, fast hätte ich es geschafft. Oh, ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Danke. Welche? Mauerkrone. Ich weiß jetzt nicht, warum Mauerkrone, weil ich hab nichts gemacht. Ich gestehe es auch nicht, halt aber... Es war halt noch nicht mal eine Stadtbelagerung oder so. Du weißt aber so. Ich glaube, das Mauerkrone ist das ein Achievement, was man von anderen Spielern bekommt, weil ich habe so einige Achievements, die man so weiterleitet. Da war ein Belagerungsturm gerade oben drauf, als Bild. Es kann sein, dass es eins von den Achievements ist, die ich von Developern habe oder anderes. Ja. Die kannst du sozusagen weitergereicht bekommen. Indem du zum Beispiel an einer Schlacht mit einem anderen Spieler teilnimmst, erhältst du jeweils den seine Pokale teilweise. Ah, ja. Also so diese Achievements, die lassen sich durchreichen. Ja. Und zum Beispiel der verlorene Adler ist einer davon. Okay. Ja, also Ziel würde ich sagen erfüllt. Eigentlich wollte ich da noch lange nicht angreifen, aber um dir zu zeigen, da ist er. Da sind sie. Wo? Ja. Du hast doch wohl jetzt aufgepasst, oder? Nee. Was ist das jetzt, die schöne Schlacht war? Was? In den Bergen. In Octodorum. Ja. Die Stadt sehe ich, aber halt nicht deine Einheiten. Ja, aber da war die Schlacht, damit du es weißt. Ja, das weiß ich, wo die Schlacht war. Da ist der Rest meiner Armee. 220er oder was? Vernichtet sie! Zurückfallen! Zu euren Dienst. Hm. Eure Befehle. Wie sieht's da aus? Die keltische Konföderation. Ja, die hat nicht so eine große Armee, da kann ich bald rein. So, oh ja, ganz vergessen. Unten bei Afrika. Oh, Junge. Ja, ich geb da mal die 100 nicht weiter. Gleich. Darfst du weitermachen. Mit deinem Zug. Ist ganz schön spät, oder? Nö. Wie viel ist es denn? Ui, 2 Uhr. Na dann. Doch morgens. Ich bin mal auf dem Klo. Ja, das ist natürlich jetzt blöd, ne? Weil ich jetzt hier angreifen muss, egal. Eben, wenn er wieder da ist. Boah, der hat nur einen Typen rekrutiert. Ich auf. So, was wollte ich wohl machen? Nahrung.
Wo ist das ganze Geld wieder weg? Weg. Wer sind die Tribaler? Ja. So. Mütchen, die wollen nichts von mir. Katarol ist okay. Pergamon kann ich nicht handeln. Oder es kriegt bald auf die Fresse. Ägypten ist in Ordnung. Oh, hallo, wie bist du? Bist du Kleopatra? Sieht jedenfalls so aus. Oh, und jetzt kommen wollen sie auch. Oh, das ist sehr schön. Genau, was das ist. Falscher Zugang. Oh, gehen sie denn sogar? Ja, ich weiß, dass meine Worte weise sind. Bin ja auch ein Weise. Haha! Lustig. Bruders, mit dem mache ich überhaupt keine Geschäfte. Ja, keinen. Wäre vielleicht schön, wenn ich ihn nicht auspacken durchkrieg. Ja. Was war das gerade, wo die... Was haben die mit Knossos? Bodos? Da war gerade was mit Knossos. Bin ich jetzt doof? Ärger mal nach Thrakien? Lol, die haben ja richtig reingehauen. Pergamono. Ich hole am besten Navisus, dann gehe ich darüber, dann gehe ich darüber. Hier komme ich mit der 20er, würde ich sagen. Der könnte ich allerdings mal den angreifen. Hätte ich nicht machen sollen. Dass sie mit 11 Leuten überhaupt noch plündern, das ist ja schon traurig. Eieiei, was machst du denn da? Ja, du müsstest mal bitte die kranke Armee da, die mit 11 Leuten da vernichten, bitte. Die sind suizidgefährdet. Ja. Die plündern schon die ganze Zeit bei mir. Seitdem ich Knossos eingenommen habe, sind die am Plündern hier. Ja, das war auch die letzte Flotte von Knossos. Die hätten mit 11 Leuten überhaupt nichts machen können. Schon. Mit 11 Leuten. Ich hätte zeigen können, wie. Witzig. Also mit 11 Leuten, das reicht mir aus. Damit kannst du eine ganze Flotte versenken. Ja, das ist ja eine 20er Flotte, du bist witzig. Kriegst du hin. Das ist wirklich keine Schwierigkeit. Weil eine Flotte, bei einem Seekampf, kannst du nur entern. Wenn du eine Armee bist. Wenn der andere ein Rammschiff hat, dann ist es vorbei, das Spiel. Ich sag's ja, der Computer bringt Bang, das eine neue so. Bedeutung. Ja, aber ich hab doch 4 Steinschleuderer dabei. Die hätten 11 Leute easy weggeholt. Das wäre der Punkt gewesen bei der Masse von Booten. Du müsstest dann schon gezielt dagegen vorgehen, aber sie sind schneller mit dem Boot unterwegs. Das heißt, sie können gezielt auch deinen Schüssen aus dem Weg gehen. Ist sowieso ein bisschen buggy mit Werfen, als wenn man auf einem Transportboot ist, aber gut. Ja. Na dann. Waller vernichtet. So, jetzt geht Pergamon mir langsam auf den Sack. Siehst du die?
Kannst du die sehen? Pergamon? Ja, natürlich. Pulpudeva. Genau, das haben sie auch von Makedonien abgeknüpft. Dann haben sie rechts davon, ich weiß nicht, ob du siehst, Antaia noch erobert. Ja. Und dann Pergamon. Die haben anscheinend die Fraktion, die der Pulpudeva eingenommen hat, ganz schön durchgenommen. Das Ding ist einfach, ich muss ja auch langsam mal wegkommen, wenn ich Pulpudeva. Warte mal, was ist denn eigentlich? Wenn ich Pulpudeva habe für, und Antaia, dann fehlt mir nur noch Odysseus. Was ist Odysseus? Ah, da oben, diese komische Odrysen oder wie die heißen. Die kriegt man aber auch easy platt. Das sind Mongos. Ja, das ist schon. Ich kann immer noch keinen anderen bei zweiten Erlass machen, das ist ja wirklich langsam. Also ich habe auch erst meinen zweiten Erlass machen können, nachdem ich Vasallen hatte, weil ich dann halt von der Landmacht her soweit war. Ja. Geht in Politiken Scheiß ab. Kein. Also, alter Falter. Also, wir konnten fördern. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute habt ihr auch mal gesehen mit einem neuen Intro. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ja. Wenn ihr ja, dann lasst ein Wörter da, Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Da freue ich mich drüber. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei einer weiteren Folge dann, wenn es da weitergeht. Bei Rome Total War 2. Ciao.